Herzlich willkommen zur Interviewserie zum Thema Homeschooling. Heute ist Fatima Yahdaouti bei mir. Als Literaturpädagogin hilft sie Kindern und Jugendlichen mit kreativen Methoden, ihren Weg zum Lesen zu finden. Aber auch die Eltern gibt sie natürlich Tipps und Tricks, wie wir unsere Kinder unterstützen können. Ich bin gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Herzlich willkommen, Fatima. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Fatima Yahdaouti und ich bin Literaturpädagogin und Inhaberin des Lesefliegers und ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Lesen und der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen aller Altersgruppen, also von ganz klein bis ganz groß. Und mein Hauptthema ist es, oder meine Hauptmotivation ist es, dass Kinder wirklich mit Freude und Spaß lesen. Dass sie wissen, warum lesen, warum ist Lesen sinnvoll, warum ist es wichtig, und dass sie vor allem Spaß und Freude dabei haben. Dass es nicht immer so diesen Charakter hat, dass ich muss jetzt lesen, sondern sie müssen wissen, warum ist Lesen wichtig für mein Leben und was kann ich aus Büchern rausziehen. Na, cool. Du bist ja jetzt Mama auch und du kämpfst natürlich jetzt auch gerade mit dem Homeschooling, wenn man sagt, kämpfen, je nachdem, gell, wie man es ausdrückt. Wie siehst du denn gerade die Situation Homeschooling? Hast du da jetzt Positives, Negatives? Natürlich jetzt auch als Literaturpädagogin, glaube ich, hast jetzt auch einiges Positives, was man mit dem Lernen machen kann, oder? Oder ja, Lernen, sagen wir so. Auf jeden Fall. Also ich bin Mama, ich habe zwei Mädchen, die sind 7 und 11 Jahre alt, sind jetzt auch schon seit der 6. Woche zu Hause und wollen fast und beschult werden. Und das stellt auch mich als eine Working Mom vor sehr große Herausforderungen. Sicherlich wie alle Zuschauer gerade sehr, sehr herausfordernd. Ein großer Wust an Aufgaben verschiedenster Art über verschiedenste Kanäle wollen bewältigt werden. Dann hat die Große natürlich andere Aufgaben wie die Kleine, die in der 2. Klasse ist. Ja, es gibt verschiedene Arten von Aufgaben und über allem steht das Lesen, also die Lesekompetenz. Es sind Arbeitsblätter eigentlich immer sind es Arbeitsblätter. Und wenn die Große sich irgendwo auf irgendeinem Portal einloggt, es gibt verschiedene Portale, da kennen die Zuschauer sicherlich auch viele verschiedene oder kennen jetzt seit 5 Wochen verschiedene. Selbst da müssen Kinder lesen können. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Zeit, dass Kinder ja Aufgaben, Anschreiben von ihren Lehrern bekommen, die sie lesen sollen, mit verschiedenen Arbeitsaufträgen. Und ja, der Tag hat nur 24 Stunden. Die Kinder sind nicht, also jedenfalls ist das bei meinen Kindern so, vielleicht erkennt sich der ein oder andere jetzt wieder. Sie hatten am Anfang Schwierigkeiten, so in diesen Lernmodus zu kommen, weil ihnen die Peers, also die Freunde gefehlt haben. Das fehlt. Ja, sie haben nur sich beide gehabt. Manche haben auch nur Einzelkinder. Da ist dann gar kein Kind im Haushalt. Das ist auch nochmal ein ganz anderer Aspekt. Ja, es hat einfach so diese Lernatmosphäre gefehlt. So, und dann liegen da so Arbeitsblätter. So, und jetzt fang mal an. Oft Arbeitsblätter, es gibt Arbeitsblätter, die sind sehr übersichtlich gestaltet und auch visuell schön für die Kinder gestaltet. Dann gibt es aber Arbeitsblätter, die sind so, da ist ein riesiger Fließtext. Ja, und dann keine Bilder und nichts und dann les mal. So. Und das ist für Kinder ja sowieso schon, Lesen in der heutigen Zeit hat nicht mehr so diesen Stellenwert, wie es vielleicht früher mal war. Und das ist erstmal so diese erste Hürde, dass die Kinder erstmal verstehen, was soll ich denn überhaupt machen? So, und wenn diese Hürde schon so groß ist, dann wird natürlich der Stress noch mehr. Mhm. Ich habe natürlich das Glück, oder meine Kinder haben das Glück, dass sie in einem Haushalt aufwachsen, wo viele Bücher sind und dass sie immer erlebt haben durch mich, dass es sich lohnt zu lesen oder warum ist Lesen schön oder warum macht es Spaß. Und dass sie dann nicht so Angst haben, so diesen Text zu lesen. Oder was heißt Angst, ist nicht die richtige Vokabel dafür. Aber dass sie dann wissen, okay, ich muss das jetzt lesen, um dem Text eine Information zu entziehen, sozusagen. Mhm. Also sie wissen genau, okay, in Text, in Geschriebenem steckt eine Information. Das wissen viele Kinder heute gar nicht mehr, weil sie selten, entweder ihre Eltern selten lesend erleben,
vor allem mit etwas Gedrucktem. Also oft ist es, Eltern lesen es schon jeden Tag, aber meistens digital, mit einem digitalen Gerät, und Kinder verbinden dann nicht sofort das mit dem Lesen. Kinder erleben vor allem die Väter meistens mit der Zeitung. Das ist kein Klischee, das ist auch wissenschaftlich belegt. Und sehr öfter lesend erleben sie eigentlich nur die Mutter. So. Aber da, auch das wird immer weniger, und gerade in Corona-Zeiten, also welche Mutter, die jetzt gerade zuschaut, kann jetzt wirklich sagen, oh, ich lege mich heute in die Badewanne und lese mal eine halbe Stunde. Oder zwischendurch auch, zwischen Homeoffice, Homeschooling, Kochen, Waschen, Putzen, Einkaufen mit Maske und alles. Also mir geht es so, also das Einkaufen ist eine Katastrophe. Also so ein Wuling, und man muss überall aufpassen und zickzack fahren, und es ist alles stressig. Und wer setzt sich dann hin und liest? Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder trotzdem in dieser Zeit, dass die Zuschauer auch trotzdem in dieser Zeit mit ihren Kindern trotzdem lesen, weil die Zeit einfach voranschreitet und bestimmte Zeitfenster, vor allem bei den kleinen Kindern, also die, die jetzt kleine Kinder zu Hause haben, bestimmte Zeitfenster werden geschlossen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Vorschulkinder habe, bei Vorschulkindern ist es so, dass die jetzt bald in die Schule kommen im Sommer und jetzt nicht beschult werden, sondern nicht in die Vorschule gehen können. Und wenn diese Kinder es nicht erleben, dass ihnen zum Beispiel mal vorgelesen wird, dann wissen sie gar nicht, aha, warum soll ich denn jetzt lesen lernen? Weil dieser Leselernprozess ist sehr, sehr schwierig für Kinder. Also es ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang, weil viele verschiedene Schritte folgen. Also Buchstaben müssen erstmal, also jedem Buchstaben muss ein Laut zugeordnet werden. Diese Buchstaben müssen wiederum zu Silben zusammengesetzt werden. Diese Silben werden wiederum zu Worten zusammengesetzt. Und die bilden wiederum einen Satz. Und das Kind muss wissen, ja, ich will das schaffen, weil die Mama oder der Papa, die lesen mir so tolle Bücher vor, ich will das endlich auch schaffen. Und das ist zum Beispiel, da darf man dieses Zeitfenster einfach nicht verpassen, weil wenn das verpasst wurde, pick mir jetzt einfach mal die Vorschulkinder raus, weil sonst würde ich stundenlang reden, jede Altersgruppe jetzt ansprechen würde, dann ist dieses Zeitfenster geschlossen und dann ist es unglaublich schwer, wenn das Kind in den Leselernprozess kommt. Also einfach diese Zeit jetzt zu nutzen, auch wenn sie wenig ist. Ich weiß selber, ich habe immer nur mal da 5 Minuten und da 5 Minuten. Und dann versuche ich, das Kind zu schnappen, komm, wir lesen mal was. Oder wir spielen was, weil auch, das möchte ich auch hier gerne in die Welt hinaus verbreiten, auch wenn sie spielen, können sie lesen. Da gibt es ganz tolle Methoden, wie sie spielend lesen zum Beispiel. Also es muss nicht immer nur ein Buch sein. Ja, das stimmt. Also es gibt ja genug Spiele, wo man Lesen integrieren kann. Genau. Oder auch jetzt, wenn man spazieren geht oder so, einfach mal schauen, schau mal, lies mal den Straßennamen, lies mal das Schild, was steht auf der Nudelpackung drauf, wie lange soll ich es kochen oder was soll ich machen? Also es sind ja auch nur, es reichen immer nur 2, 3 Sätze. Genau. Weil ich habe ja selber auch meine 2. Und der Kleine dann, oh, die Mama, das ist so viel. Das sei, fang doch oben einfach erstmal an. Vielleicht sind es ja nur 2 Sätze, dann wissen wir schon alles, was wir wissen müssen. Genau. Ja, also einfach im Alltag wirklich diese Kleinen, die Kinder zu motivieren und vor allem ihnen klar vor Augen zu führen, dass sie dadurch einen Mehrwert haben, wenn sie lesen. Das ist jetzt nicht einfach, ich lese jetzt was, das fehlt mir auch oft in der Schule. Ich lese etwas, um dem Lehrer oder der Lehrerin Genüge zu tun, sozusagen. Mhm. So, sie dann, na, ich habe es gelesen, oder ich habe in Mathe das gelesen, weil ich will natürlich das Ergebnis rausbekommen. Das ist klar, in Mathe ist es auch schlüssig, aber dass ich wirklich für mein Leben auch bestimmte Dinge erfahren kann, die mich einfach wieder einen Schritt weiterbringen, die mich einfach in Situationen versetzen, in denen ich Charaktere kennenlerne, oder indem ich Charaktere kennenlerne, die vielleicht in einer ähnlichen Situation war wie ich selbst, wie das Kind selbst. Und das hilft dem Kind auch im Alltag einfach, bestimmte Situationen besser zu meistern. Also einfach Hilfestellung fürs Leben. Das ist wirklich immer so platt, ne? In Büchern steckt eigentlich die ganze Welt. Das steht auf irgendwelchen tollen Karten, die man irgendwo im Urlaub kaufen kann oder auch zu Hause kaufen kann. Aber das ist wirklich so.
Und ich finde, ich habe auch auf meiner Homepage, das ist eigentlich das Zitat von Astrid Lindgren, deswegen liebe ich es so, also die Vorstellungskraft, dass in den Kindern, die heute, also die Kinder, die heute lesen lernen, die prägen praktisch die Welt von morgen. Und wenn sie nicht wissen, was, wie die Welt aussieht, aber die dann, und die steckt in Büchern, dann ist das unglaublich schwierig, dass Kinder die Welt gestalten können, weil ihnen einfach ein riesiger Schatz verborgen bleibt. Und Kindern muss einfach Lust aufs Lesen gemacht werden. Und das muss man auch selber, da muss man sich manchmal selber so ein bisschen kneifen und einfach, wenn man weiß, man liest selber nicht so gerne, muss man vielleicht auch mal in die eigene Biografie zurückgehen. Warum lese ich nicht gerne? War das anstrengend? Interessieren mich die Themen nicht? Und dann einfach trotzdem diesen Weg zu gehen und dann einfach mal, ja, sich mit dem Kind zusammensetzen und was aussuchen. Was jetzt auch gerade im Moment schwierig ist, weil die Bibliotheken leider geschlossen haben. Das ist im Moment leider auch ein großes Problem, dass man nicht mal eben sagen kann, wir gehen in die Bibliothek und suchen was aus. Das ist leider im Moment auch nicht möglich. Also es geht entweder nur, die Bücher gebraucht zu kaufen, entweder zu Hause zu haben nach Möglichkeit, das wäre am besten, oder sie zu kaufen. Und da möchte ich auch nochmal einen ganz großen Appell loswerden, jetzt hier an dieser Stelle. Ich möchte alle bitten, die Bücher im örtlichen Buchhandel zu kaufen, bei der örtlichen Buchhandlung, um die einfach zu unterstützen, weil die jeden Tag so einen harten Job machen und einfach dafür sorgen, dass wir eine so tolle Auswahl an Büchern zur Verfügung haben und die einfach so einen großen kulturellen Stellenwert in einer Stadt haben. Und ich finde, eine Stadt ohne Buchhandlung ist für mich, also muss ich sagen, eine sehr verlorene Stadt, also eine sehr, will nicht sagen, eine Stadt ohne Herz, das ist jetzt vielleicht zu viel, aber ich finde, eine Buchhandlung, finde ich, muss in jeder Stadt sein. Und ich kenne viele Städte, wo es wirklich keine Buchhandlung mehr gibt, weil halt ein großer Buchstabe alles überragt. Und jeder weiß, welchen Buchstaben ich meine. Und ich hoffe, dass, wenn Kinderbücher gekauft werden und ich heute Lust machen konnte auf Kinderbücher kaufen, dass die in der örtlichen Buchhandlung bestellt werden, die alle Online-Shops haben mittlerweile. Und in der Corona-Zeit, also unser Buchhändler hat uns die Bücher nach Hause gebracht, kostenlos. Ja, das ist schon wirklich aufrufen. Ich liebe ja auch Bücher, also ich habe immer irgendwo ein Buch rumliegen. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass es vor allem jetzt vor Corona war es bei uns immer ganz schwierig, diese gemeinsame Lesezeit zu integrieren. Ich glaube, da haben wir jetzt einen kleinen Vorteil, dadurch, dass wir doch viel zu Hause sind und einfach jetzt nicht mehr diesen Alltagsstress haben. Klar müssen wir jetzt Homeoffice, Homeschooling, Homeworking, was auch immer mit Home, Homeschooling, home. Was auch immer es ist, unter einen Hut bringen müssen. Aber wir, glaube ich, können jetzt wirklich einfach mal, wenn es nur, wie gesagt, 5 Minuten ist, also auch mein kleiner, erste Klasse, wenn ich sage, jetzt lass uns die eine Seite lesen, dann ist schon immer, oh, eine Seite, ich fange halt einfach mal oben an, wir wechseln dann auch ab, je nach Tagesverfassung, weil dann ist es mal eine Seite, dann sind es mal 5 Seiten. Mal ist die Seite so voll, mal ist die Seite wirklich nur 5 Zeilen oder so. Das ist ja ganz unterschiedlich. Aber wir merken das auch, also ich merke es auch, also ich lese gerne und mein Mann überhaupt nicht. Wenn er liest, Handy, Netbook, dann liest er mal was und legt es wieder auf die Seite. Und ja, die sehen halt dann meistens, ich glaube, das ist aber normal, dass Kinder eher den Papa da sehen, weil der halt selten zu Hause ist. Und die Mama, die halt viel daheim ist und dann mal ein Buch zur Hand nimmt, ich glaube, das ist ja ganz, ich sage jetzt einmal, andere Wertigkeit. Jetzt nicht falsch verstehen, aber das ist halt doch was ganz was anderes. Weil mein Großer liest schon total ungern. Also es gibt Phasen, da verschlingt er dann ein Gregs Tagebuch nach dem anderen. Weißt du nicht, wie viel ankommt im Kopf, aber er liest ja trotzdem. Und ich sage auch immer, Kinder, es ist ganz wichtig. Du willst doch auch mal jetzt ganz banal eine WhatsApp lesen können. Genau, das sage ich auch ganz oft. Oder wenn wir im Alltag, wenn wir backen zum Beispiel, das kann ich auch nochmal als Tipp geben, wenn wir backen, dann hatten wir die Situation, dass ein Rezept gelesen werden musste. Und das musste natürlich auch, das ist ja auch so was, Lesen ist nicht gleich Lesen, sondern Lesen, Eltern sollten darauf achten, dass die Kinder auch verstehen, was sie lesen. Das nennt man das sinnentnehmende Lesen. Das ist vielen gar nicht bewusst, dass sie da auch nochmal nachhaken. Also wirklich
wenn das Kind etwas gelesen hat, ein Satz, zwei Sätze, drei Sätze, Fragen, Nachfragen, interessiert sein. Das ist ja wie wenn das Kind mit einem Bild kommt und hat was gemalt, nicht nur schön antworten, sondern, das hast du schön gemacht, das ist klar, das sagt man, aber einfach fragen, was hast du dir dabei gedacht? Also einfach dieses tiefergehende Fragen, dieses Interesse zeigen. Und das sollte beim Lesen auch so sein. Erklär mir doch mal, wie wir das jetzt zu backen haben. Also wie muss ich das jetzt machen? Dann lasse ich mir das nochmal erzählen. Also das Nacherzählen. Das Erzählen, das fördert wieder die Sprachentwicklung des Kindes. Und ich kann überprüfen, kann mein Kind überhaupt sinnernehmend lesen? Und dann, wenn das Kind in einem gewissen Alter ist, das kann ich vielleicht einem Erstklässler noch nicht vielleicht vermitteln, aber ich kann zum Beispiel einem Viertklässler schon vermitteln oder einem Drittklässler, wenn du mal in die fünfte Klasse kommst, wenn dann dieses Meckern wieder anfängt, oh, ich will nicht, nach einem Satz bin ich schon kaputt, es wird später so sein, dass du eine halbe Seite Text bekommst, fünf Fragen in Erdkunde zum Beispiel in der fünften Klasse, du hast 15 Minuten, bitte beantworte die Fragen. Und meine Tochter hat dann oft gesagt, okay, ja, dann sollte ich wirklich regelmäßiger lesen, versuchen auch schneller zu lesen, aber trotzdem zu verstehen, was da steht. Also schon mal so einen kleinen Ausblick zu geben, warum ist es wichtig, dass ich lese und vor allem, aber ich muss es anders sagen, bei mir steht immer der Spaß ganz oben. Der Spaß, das muss wirklich, das muss ganz vorne sein. Sicherlich, Schule ist nicht immer Spaß und nicht immer Freude. Manche Dinge müssen gemacht werden, aber das Kind wird von Motivation getragen. Also Begeisterung, der berühmte Hirnforscher Gerald Hüther, der wird vielleicht dem einen oder anderen etwas sagen in der Runde, sagt nicht umsonst, dass Begeisterung unser Gehirn trägt und ohne Begeisterung kann kein Mensch lernen und generell lernen. Und Kinder kommen mit einer angeborenen Neugier auf die Welt. So, und diese Neugier, die müssen wir ausnutzen, die müssen wir rauskitzeln. Und du hattest vorhin gesagt, da liegt dann mal ein Buch rum, zum Beispiel, zu Hause. Dann lassen wir halt mal ganz unbewusst überall mal Bücher rumliegen. Ganz interessant. Also ich mache das so, dass ich da mal ein Sachbuch hinlege zu einem bestimmten Thema, so ganz unbewusst, also zufällig. Oder da liegt dann, wenn ich einen ganz tollen Kinderroman gefunden habe, beschäftige mich natürlich sehr viel mit Büchern, habe natürlich auch viele Bücher da, weil ich sie Probe lesen muss. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber man kann ja, wenn die Bibliotheken wieder auf sind, kann man ja, und ich denke, dass die gerade, ich weiß aus internen Mails, dass es Planungen gibt, dass wie die Bibliotheken jetzt wieder öffnen können, so wie die Schulen überlegen, wieder zu öffnen. Also wenn die Bibliotheken wieder öffnen, was bestimmt bald sein wird, dass man Bücher ausleiht mit den Kindern gemeinsam oder halt auch mal allein und man lässt die einfach mal zu Hause liegen. Und ich weiß aus vielen Elternabenden, als aus Feedback von den Elternabenden, dass die Kinder irgendwann zu dem Buch hingehen, weil die sind neugierig, die wollen wissen, was ist denn das? Warum liegt denn das jetzt hier? Und dann kommt es zum Gespräch. Und wenn ich sehe, das Kind geht hin, dann gehe ich natürlich dazu und frage mal nach. Wollen wir es uns zusammen angucken? Wollen wir mal reinschauen? Soll ich dir mal was vorlesen oder magst du mir was vorlesen? Oder bei Jungs zum Beispiel, du hast ja auch zwei Jungs, ist das Thema Sachbuch. Also das ist der Hype bei Jungs, vor allem diese Bücher mit den, das Guinness-Buch der Rekorde, das ist bei Jungs ganz weit oben. Also diese kurzen Texte, viele Bilder, Sprechblasen, so wie bei Kreks Tagebuch zum Beispiel, das lieben Jungs total. Also wirklich sind sehr sach und orientiert, wobei Mädchen eher so, die mögen eher so fiktive Geschichten, haben so ihre Lieblingsthemen und Jungs sind halt eher so faktenorientiert. Und das, du hattest ja auch gerade gesagt, die Männer werden meistens lesen eher Sachtexte von Kicker bis die Zeit oder die Bildzeitung. Das ist leider so. Oder halt auf dem Tablet, aber das sind meistens keine fiktiven Geschichten. Und Frauen lesen eher, das ist auch alles wissenschaftlich evaluiert, lesen halt oft Romane, fiktive Geschichten, die halt ausgedacht sind. Und das nehmen Kinder natürlich auf. Und deswegen haben Jungs oft einen Hang eher zu diesen Sachthemen. Mhm. Und das sollte man sich auch als Eltern zunutze machen. Also dann wirklich, oder aus dem Internet was ausdrucken, Sachtexte einfach hinlegen oder sie auch teilhaben lassen an dem, was man gerade selber liest. Außer es ist jetzt nicht jugendfrei oder so, was man selber liest. Dann natürlich nicht. Ne? Aber das sind so diese Tipps und halt im Alltag immer wieder einbinden,
sie, ihnen auch Leseaufgaben geben und ihnen was zutrauen. Das jetzt mal noch eine Frage. Ich habe ja auch, mein Großer hatte eher dieses Leseverständnis. Es wird schon immer besser, aber wie kann ich ihn das jetzt außer Kuchen backen, also Rezepte vorlesen, wie kann ich ihn jetzt, hast du da noch irgendwie so ganz einfache Tricks, weil es, Jungs sind ja da immer ein bisschen schwieriger, aber dieses Leseverständnis, dass ich das ein bisschen fördern kann. Oder wie kann ich das, außer dass ich jetzt nachfrage, einfach hast du da irgendeinen Spieltipp oder so, wo ich jetzt wirklich mit Jungs das spielerisch kriege, weil ich kenne das auch, wenn ich nachfrage, dann weiß es nicht, keine Lust. Also sind, sag jetzt mal, typische Männerverhalten, ist nicht bei jedem so, aber es ist halt immer so dieses wenig Antwort und da hapere ich dann oft so. Ja, dass sie verstehen, oder was habe gehapert. Das ist ja auch schon länger her, dass ich das wirklich das große Thema damit hatte. Ja. Ja, da helfen eigentlich erstmal, der erste Punkt ist immer, das Buch muss dem Kind gefallen. Das ist erstmal das Erste, das ist eigentlich genderübergreifend immer das Gleiche, das muss dem Kind gefallen. Dann, wir müssen jetzt erstmal, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Wir reden jetzt von zu Hause und nicht von der Schulsituation, weil da kann man nicht davon ausgehen, dass man immer Texte bekommt, die dem Kind gefallen, sondern das muss es dann lesen. So. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Kind zu Hause ist und wir wollen überprüfen, ob es sinnentnehmend lesen kann. Da ist schon mal ein Tipp, dass das Buch auch dem Kind wirklich gefällt. Das ist schon mal das Erste. Ich bekomme nämlich aus unserer Buchhandlung hier vor Ort, mit denen ich so ein bisschen zusammenarbeite und denen ich Tipps gebe, welche Bücher sie kaufen sollen. Also die sind an mich herangetreten und haben gefragt. Und da bekomme ich die Rückmeldung, oder ich habe auch natürlich gefragt, dass Eltern mit ihren Kindern in die Buchhandlung kommen und für das Kind aussuchen. Das ist keine Seltenheit. Deswegen erwähne ich es hier nochmal. Es ist wirklich so, dass dem Kind nicht zugetraut wird, selbstständig ich benutze das Vokabular jetzt der Eltern, ein vernünftiges Buch zu suchen. Nimm bitte, also das Kind nimmt etwas und ist total stolz und hält es so richtig fest, das ist das, was die Buchhändler mir gesagt hat, so an das Herz. Das will ich, Mama. Also, das legst du wieder weg. Das kannst du nicht lesen. Stell das zurück. Wir nehmen was Vernünftiges. Und damit macht man alles zunichte. Das möchte ich wirklich in die Welt hinaus schreien. Bitte nicht machen, weil damit tut man alles zerstören. Also, wir gehen davon aus, das ist optimal gelaufen. Das Kind hat ein Lego Ninjago Buch sich ausgesucht, was in vielen Augen nicht vernünftig ist. Was aber immer, nimm es mit, Kind, lese es, es ist super. Und immer dem Kind zupflichten, ja, das ist super. Wir nehmen das mit nach Hause und jetzt wollen wir wissen, ob das Kind das sinnentnehmend lesen kann. Es gibt mittlerweile, die Verlage haben sich natürlich auch darauf eingestellt, immer in den Büchern hinten diese Fragen. Es gibt so verschiedene Fragen, die man dann wiederum zu einem Lösungswort zusammensetzen kann und das, wenn das Lösungswort richtig ist, weiß man selbst, okay, das Kind hat es auch verstanden. Dann gibt es verschiedene Portale, das Antolin zum Beispiel, wo man das Buch dann reinstellen kann, wo man dann, das ist auch vor allem für Jungs interessant, kommt aber auch immer wieder auf den Jungen an. Es gibt auch Jungs, die das überhaupt nicht gerne mögen, die dann abgefragt werden digital über das Buch und die dann Punkte sammeln können. Das ist auch wieder nicht jedes Kinds Geschmack. Aber das ist vielleicht auch ein Anreiz, wie man erstmal als Eltern überprüfen kann, wenn man muss dabei sein beim Kind, wenn das die Fragen beantwortet. Man sieht, ich habe erst gestern wieder mit meiner Tochter, die ist 7, Antolin gemacht. Sie hat ein Buch eingetragen, was sie gelesen hat, schon vor 2 Wochen. Und da habe ich dann auch gesehen, da waren dann 3 oder 4 Fragen falsch. Und dann gibt es wieder welche, wo sie alles richtig hat. Also Ich hab aber auch schon beim Lesen gemerkt, dass sie da einfach zu oberflächlich war. Die hat dann so darüber weggelesen und da viele Sachen wusste sie einfach nicht mehr. Und dann bei manchen Büchern, die sie noch mehr interessiert haben, da wusste sie alles noch. Da, selbst ich, die das Buch selber mal gelesen hat, ich wusste das nicht. Also so kann man vielleicht das überprüfen oder halt wie gesagt nachfragen. Und sonst, wie kann man das noch überprüfen? Fällt mir jetzt ad hoc jetzt nichts weiter ein. Es gibt, wie gesagt, diese Rätselformate, Quizformate, selber nachfragen.
obwohl ich immer wieder dieser persönliche Kontakt, man muss sich die Zeit einfach nehmen. Also ich kann es nur sagen, ich habe eine Freundin, die hat 3 Mädchen und die liest fast gar nicht mit ihren Kindern. Also sie liest nie vor, weil sie sagt, diese 10 Minuten abends, die schafft sie nicht. Ich plädiere dafür, weil sie hat jetzt wirklich Probleme mit den Kindern in der Schule, die lesen überhaupt nicht gerne. Das muss aber nicht heißen, dass alle Kinder, die nicht gerne lesen, nie vorgelesen bekommen haben. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass zu 80%, sage ich jetzt einfach mal, das ist nicht wissenschaftlich, diese Zahl werden Sie wissenschaftlich nirgendwo finden. Aus meiner beruflichen Erfahrung kann ich Ihnen sagen, zu 80% die Kinder, die nicht vorgelesen bekommen haben, die lesen nicht gerne in der Schule und das, man hat nur Theater zu Hause. Es gibt ja dann auch immer die zum Beispiel diese Rechtschreibschwäche haben, die andere, die einfach logopädische, ergotherapeutische Unterstützung brauchen. Die Gruppe gibt es auch, aber es geht mir um die Lesemotivation. Und wenn man diese 10 Minuten nicht investiert, diese 10 Minuten, die Nähe zum Kind, zuhören, sie glauben gar nicht, oder ihr da draußen, ihr glaubt gar nicht, wie viel die Kinder in diesen 10 Minuten zu erzählen haben auch. Die greifen etwas aus dem Buch raus, was wir gerade vorlesen oder was ich gerade vorlese und das habe ich heute auch erlebt, Mama oder Papa. Und dann kommt man ins Gespräch und da entsteht so eine wunderbare Nähe. So. Und wenn ich zuhöre, also wenn die Kinder zuhören, kann ich auch in dieser wunderbar intimen Situation mit dem Kind, kann ich auch raushören, was hat das Kind verstanden oder ich kann in eine Diskussion gehen. Manchmal hört ein Kind was ganz anderes aus dem Text raus, wie ich das rausgehört habe. Mhm. Man kommt so wunderbar ins Gespräch mit dem Kind. Und diese 10 Minuten ist das beste Investment in die Bildungsbiografie eines Kindes. Das kann ich wirklich zu 100% so sagen. Diese 10 Minuten zu investieren am Tag, wenn man die investiert, man hat unglaublich große, ein riesengroßes Ergebnis. Es wird sich nicht gleich deutlich sichtbar, es wird nicht gleich deutlich sichtbar sein, aber auf jeden Fall später wird man die Früchte dafür ernten. Davon bin ich komplett überzeugt. Und noch ein kurzes Beispiel will ich kurz noch erzählen, weil das ganz aktuell ist. Meine Tochter, die ist in der 5. Klasse und die haben ein Buch gelesen und die sollten das zu Ende schreiben, weil das letzte Kapitel, der Autor hat das letzte Kapitel, er hat praktisch ein offenes Ende geschrieben und die Aufgabe war letzte Woche, das zu Ende zu schreiben. Mhm. Und sie hat sich hier in meinem Büro verkrümelt und nach einer halben Stunde kam sie raus und hat eine A4-Seite am Computer geschrieben. Und sie war, und ich habe das gelesen und habe gedacht, ach du liebe Zeit. Das war unglaublich, also kreativ und auch, sie hat ganz viel wörtliche Rede eingebaut, sicherlich ganz viele so Schachtelsätze. In der 5. Klasse schreiben die oft noch so ganz lange Schachtelsätze. Und da gibt es kein, irgendwann muss ja mal ein Punkt kommen, ne? Da wird ein Satz an den nächsten gebaut. Aber mir geht es gar nicht um diesen Satzbau und die Grammatik und da gibt es noch viel Verbesserungsbedarf. Alles gut. Mir geht es einfach diese Idee, die sie hatte. Wie könnte das, also diese Idee zu haben, sich in diese Uhr hinein zu versetzen. Und das können eigentlich nur Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird. Also eine Idee zu haben, sich diese Empathie zu empfinden, in die Geschichte hineinzutauchen. Und die Lehrerin hat als Feedback gegeben, nur so als Anreiz, das hätte der Verlag hundertprozentig so gedruckt. Das hat sie gestern als E-Mail bekommen. Sie war von der Lehrerin direkt und sie war total glücklich, natürlich. Sie war total happy und mal abgesehen von vom Sprachlichen, was nicht perfekt war, die Kommas haben gefehlt, weil sie das einfach noch nicht haben. Egal. Es geht einfach um die Idee, die das Kind hatte. Und das ist das, was ich versuche zu sagen, dass diese Base ist einfach da. Die Kreativität. Das ist das, was wir, dass die Kinder eine Idee haben, was könnten Figuren erleben oder was kann ich selbst erleben. Und sie müssen ja später, die Kinder sind ja die Erwachsenen von morgen, sie müssen ja unsere Welt gestalten. Und wenn ich nicht weiß, was könnte denn der Kurt und der Egon sagen, ja, was soll ich denn da schreiben? Dann, also ich finde, das sollte mehr vermittelt werden. Und das können wir Eltern, wir können das. Also wunderbar können wir das im Alltag, in kleinen Zeitfenstern. Das geht. Ich kann das auch und ich bin ich bin so viel am Arbeiten. Das geht auf jeden Fall. Jeden Abend 10 Minuten für jedes Kind. Ja, wir reden immer über diese Quality Time. Genau. Und dann sollten wir einfach 10 Minuten, Viertelstunde lesen mit einplanen. Ja.
Ich muss ja nicht unbedingt ein Buch dabei haben, aber ich kann ja auch mal sagen, so, lass uns hinsetzen, wir lassen uns was bei Google suchen, dann haben wir eine gemeinsame Seite. Das geht auch. Ausnahmsweise geht es auch. Ich habe auch lieber Papier in der Hand. Ja, es geht nicht immer, aber Hauptsache irgendwas lesen. Das ist wichtig. Ich habe auch einen E-Reader, aber ich bevorzuge wirklich immer noch die Bücher gegenüber dem E-Reader. Das ist halt natürlich praktischer, so habe ich halt mehrere Bücher auf einmal dabei. Ja. Meine Kinder lesen da auch ab und zu drauf, aber es ist halt immer, also für mich ist noch das Buch und das Papier in der Hand zu haben, einfach ein ganz anderes Gefühl, auch diese Wertigkeit. Ich nehme mir wirklich die Zeit, weil so, man nimmt schnell mal das Handy raus, man hat immer was ständig irgendwo in der Hand. Und wenn ich mir das Buch in die Hand nehme, dann nehme ich mir ja auch bewusst Zeit für mich. Ja, das stimmt. Das ist eine unglaublich wertvolle Zeit, diese 10 Minuten. Das ist den Eltern leider nicht klar, was sie diesem Kind in diesen 10 Minuten geben. An Wertschätzung, an Liebe, an Nähe, an Aufmerksamkeit, an wirklichem Interesse. Und das Kind, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich Elternabende schon gegeben habe, man sagt, also man soll den Text nicht einfach so lieblos runterlesen. Die Stimme ist das Kostüm des Vorlesers oder der Vorleserin. Also die Stimme, also dass ich wirklich mir die Mühe mache, das Buch vorher schon mal vielleicht quer gelesen habe. Um was geht es denn? Wie sind die Charaktere? Ich weiß, das ist jetzt wieder eine zusätzliche Aufgabe. Man hat eh schon so wenig Zeit. Aber dass man wenigstens, und wenn man hinten den Klappentext mal gelesen hat, um was geht es denn? Und nicht einfach, so, wo wollen wir denn jetzt an? Komm, wir schlagen auf. Und das merkt das Kind. Die haben so feine Antennen, die merken ja, wenn wir schlecht drauf sind, wenn wir gestresst sind, gerade in der heutigen Zeit. So, meine Kinder merken das ganz genau. Genau, oh, die darfst du jetzt nicht ansprechen, lieber nicht. Das wissen die ganz genau. Und gerade in dieser Zeit und gerade in Corona-Zeiten finde ich es unglaublich wichtig, dass sie einfach diesen Hafen haben, wo sie einlaufen können. Und das ist jetzt meine Zeit. Meine Kleine sagt, das sagt sie aber auch erst seit der Corona-Zeit. Und wir lesen wirklich jeden Abend. Jetzt ist Mama-Zeit. Ja. Finde ich so berührend. Also, das hat sie vorher nie gesagt. Wir haben ja jeden Abend diese Mama-Zeit, nicht nur in Corona-Zeit. Aber seit 2 Wochen sagt sie das und das berührt mich wirklich jeden Abend sehr. Das ist jetzt meine Mama-Zeit. Und das ist wirklich, also gerade in diesen Zeiten, wo die Kinder völlig, die wissen ja gar nicht, wir haben so einen Ausblick, wir haben die Chance, einen Ausblick zu wagen, aber die Kinder haben den nicht. Die sind auf unsere Ansprache angewiesen. Die wissen nicht, was ist morgen, was ist in 2 Wochen, was ist, könnte in 3 Wochen sein. Wir haben schon eine Ahnung, wohin das alles führt, aber die Kinder nicht. Ja, und ja. Bücher können da Halt geben, Geschichten können Halt geben und können Trost spenden, gerade in dieser Zeit. Und ich möchte einfach Mut machen, diesen Weg einfach mal zu gehen und es einfach mal auszuprobieren. Es macht unglaublich Spaß und beruhigt einen auch selbst. Ja, super. Du hast uns gerade mega toll in den Bereich des Lesens wieder mitgenommen und uns nochmal vor Augen geführt, wie wichtig es wirklich ist, einfach, wenn es nur eine Seite im Buch ist, trotzdem dran zu bleiben, vor allem jetzt mit den Kindern zu zeigen, dass es wichtig ist, weil später, mein Kleiner saß auch da und hat gesagt, warum soll ich lesen? Sag ich, ja, für was brauchst du denn lesen? Willst du mal eine WhatsApp lesen können? Vielleicht mal eine E-Mail lesen können? Stimmt, Mama. Ja, dann werde ich lesen dürfen. Dann sage ich, ja, dann lass uns mal ein bisschen lesen. Mhm. Aber auch jetzt, ich bin jetzt nicht so vehement hinterher, so jeden Tag 10 Minuten oder jeden Tag eine halbe Stunde, sondern dann ist es halt, ich sage jetzt mal, nur eine Seite. Mir ist es aber wichtig, dass es einfach die Liebe zum Buch oder auch zum Lesen findet, damit es eben auch leichter gehen darf. Aber da hast du uns jetzt ganz super auch mitgenommen. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Wir könnten noch ewig weiterreden, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Wir werden uns auf alle Fälle wiedersehen. Das weiß ich jetzt schon. Dankeschön. Weiterzusprechen. Danke für deine Zeit und für deinen Input. Hast du noch so, was dir ganz wichtig ist, noch so als kleines Schlusswort für die Zuschauer? Was ist wichtig? Was ist mir wichtig? Wieder zurück zum Vorlesen. Also das Vorlesen, ich mache sehr viel, wer auf meine Homepage geht, www.leseflieger.com, der wird sehen, dass ich eine große Range am Angeboten habe. Aber das, was mir wirklich am meisten am Herzen liegt, das ist das Vorlesen. Das Vorlesen, das ist eigentlich die Ultima Ratio für alles Weitere.
wenn Sie, die Zuschauer, sich weiter informieren wollen, einfach mal eingeben, einfach mal ganz platt googeln, vorlesen, die Vorlesen, Auswirkungen des Vorlesens auf die Bildungsbiografie von Kindern. Sie werden unglaublich viel Material im Internet finden, Fachliteratur, Fachbücher, die sich Wissenschaftler, die sich nur diesem Bereich widmen. Und ich möchte einfach den Eltern bewusst machen, dass jetzt die Zeitfenster offen sind, mhm, und sie jetzt etwas tun müssen, weil es ist nicht, sie können das nicht auch mehr aufholen. Und wenn diese Lust einmal weg ist, dann ist sie weg und sie können das einfach nicht mehr aufholen. Und bitte bedenken Sie, dass das Gehirn ursprünglich nicht für das Lesen gemacht ist, weil der Buchdruck ist ja viel später erfunden worden. Und dazu gibt es auch viele wissenschaftliche Literatur darüber, wer sich da ein bisschen belesen will. Das Gehirn ist dafür gar nicht gemacht. Und wenn wir die Motivation nicht wecken bei den Kindern, den Spaß wecken und wir selber nicht mitmachen, dann ist es unglaublich schwierig, die Kinder zu begeistern. Und gerade in der digitalisierten Welt. Also auf zum Lesen. Und viel Spaß dabei. Spaß, Spaß, Spaß. Ja, das Lieblingsbuch, die Lieblingsfigur, was auch immer. Richtig. Lass das Kind aussuchen. Genau, wenn Star Wars ist oder Pepper Woods und wie sie alle heißen, wenn sie merken, das Kind hält das Buch ganz fest, dann hat es eine emotionale Bindung zu dem Buch aufgebaut. Und die bitte niemals kaputt machen, weil dann sprechen sie dem Kind ab, die Kompetenz ab, selbst zu entscheiden oder selbst ja, für sich zu entscheiden, das ist für mich jetzt gut. Und wenn sie das einmal kaputt gemacht haben, dann hat es dieses Zutrauen nicht mehr. Genau. Lass die Kinder entscheiden, was sie lesen wollen, aber unterstützt sie dabei und bleibt dran. Ich danke euch für eure Zeit. Ich danke dir für deine Zeit und dein Wissen. Wir hören und sehen uns bald. Dankeschön, bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.